Der ukrainische Präsident Zelensky braucht beim Wiederaufbau seines Landes viel Geld und er hofft dabei auch auf die finanzielle Unterstützung der Weltbank. Bisher liegen die Hilfen der Weltbank bei rund 19,1 Milliarden Euro, heißt es nach einem Treffen Zelenskys mit Vertretern der Bank in Kiew. Die Kosten für den gesamten Wiederaufbau der Ukraine werden aktuell auf mindestens 381 Milliarden Euro geschätzt. Unterdessen gehen im Osten des Landes rund um die strategisch wichtige Stadt Bachmut die bislang längsten und blutigsten Schlachten unvermindert weiter. Noch sei kein Ende in Sicht, aber die Verteidigung stabilisiere sich, so zumindest das ukrainische Militär. Und damit schauen wir nach Kiew und zwar zu unserer Chefmoderatorin Tatjana Ohm. Einen schönen guten Morgen aus Berlin nach Kiew, Tatjana. Die Schäden im Land sind also groß und auch die militärische Gegenwehr der Ukraine kostet sehr viel Geld. Wie kann Zelensky eigentlich seine Gläubiger immer wieder überzeugen, neues Geld nachzuschießen? Guten Morgen, Jens. Guten Morgen nach Deutschland. Naja, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass die Gläubiger, die Weltbank, der IWF, die Europäische Union, gestern bei dem Treffen mit der Weltbank war die Kommission ja auch mit dabei, dass denen natürlich schon auch klar ist, alle Waffenhilfe nützt nichts, wenn das Land parallel dazu komplett bankrott geht. Und wenn man auf die finanzielle Situation hier im Land einfach schaut, dann sieht man ja, die Armee ist natürlich ein Riesenposten aus zweierlei Gründen. Allerdings, das muss man immer auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. All diejenigen, die mobilisiert wurden, die sich freiwillig gemeldet haben, sind nicht mehr in ihren regulären Berufen. Das reguläre Einkommen, was diese Männer und Frauen zum Beispiel gehabt haben, fällt weg. Die bekommen natürlich einen Sold von der Armee, aber du hast da zum Beispiel IT-Spezialisten, die wirklich viel und gutes Geld verdient haben, die sich jetzt an der Front wiederfinden und wo mit einem Mal 60-70% des regulären Einkommens fehlen. Das ist natürlich zum Beispiel auch für die Familien dann ein riesengroßes Problem. Der Wiederaufbau, die Summen, die da genannt wurden, die sind jetzt schon gigantisch. Der Krieg ist noch nicht mal am Ende. Das heißt, da wird noch einiges weiteres dazukommen. Wir sehen auf der anderen Seite hier im Land aber auch den Versuch, so weit wie es eben nur geht, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das fängt mit ganz normalen kleinen Betrieben an, die natürlich offen haben, die auch dazu aufgemuntert werden. Wer kann, soll seinen Laden öffnen, wenn es eben finanziell geht, wenn es aus Sicherheitsgründen geht, wenn die Mitarbeitenden dafür da sind. Wir sind gestern zum Beispiel in Butscha gewesen und da sind wir dann beim Thema Wiederaufbau. Das letzte Mal in Butscha war ich Ende Juli. Und da waren eben die Spuren des Krieges im Prinzip überall. 80-90%, das war sehr, sehr sichtbar. Und gestern zum Beispiel allerdings, da hatte man das Gefühl, da kehrt wieder so langsam Leben zurück, als würde die Stadt aus den Ruinen auferstehen. Da sind überall Bautrupps gewesen, an vielen Ecken, in vielen Straßen. Einige Straßen, die zum Beispiel vor einem halben Jahr völlig zerstört waren, da ist mittlerweile eben der Wiederaufbau in vollem Gange. Aber wie gesagt, das ist keine Aufgabe, die jetzt irgendwie ein Jahr, 5 Jahre oder 10 Jahre dauern wird. Das wird sehr wahrscheinlich Generationen kosten. Tatjana, vielen Dank für deine erläuternden Ausführungen aus Kiew. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.